Gell, das ist mega schön. Ja, was ist das für eines? Weißt du das? Nein. Das ist ein Moto Guzzi. Wo? Da steht das Moto Guzzi mit dem Signet vom Adler. Das ist ein italienisches Motorrad, wurde in Nähe von Mailand hergestellt. Und es ist ein Klassiker. Papi, dann, du sitzt dann tut mir mach so auf Fahren. Ja, genau, willst du mal drauf sitzen? Wenn wir mal schauen, ob er trüllt. Das Spezielle bei dem ist, er hat den Kickstart auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Und wie mir das gesagt wurde, ist das, die Bremse eben auch das rechts. Bei Langenthal. Ist das. Nein, die Bremse ist links. Das ist bei dem links, genau. Das ist die Schaltung. 1, 2, 3, 4 Gänge. Das seltene Motorrad hat Jahrgang 1959. Und es hat sensationelle 73 Kubik. So muss man den Tank öffnen. Ja, der Tank ist trocken. Hat ein bisschen Rost drin, wo man was machen muss. So tut man zu. Ja, aber es ist wahrscheinlich schwer. Santurio Bivi Carabao. Das ist die Bremse für vorne, siehst du? Wie du machst. Das ist doch am Ziel, das vorne bremsen. Und das ist eben da die Kupplung zum Schalten. Jetzt noch die originale Hupe dran. Pass auf, pass auf, pass auf. Motor Guzzi Motor. Papi? Ja? Ja, verkaufen. Warte, ich mache schnell ein Video von dem Motorrad. Das ist nämlich noch interessant mit diesen Federn hinten dran. Im alten Gepäckträger, der etwas schief ist. Darf es sein. Da kann man wahrscheinlich damit den Muffen da einstellen. Fakt ist, es ist komplett. Und der Auspuff ist auch so speziell. He? Jetzt einmal probieren, ob sich das da. Es ist für die hintere, die zweite Person, die Fußrasterstütze. Ohne Fußraster. Mal schauen, ob der Motor dreht. Ja, das macht man. Oh, gute Kompression. Gute Kompression. Sogar auf dem Öltank ist noch ein Motor Guzzi zeigen. Schriftzug. Da, Kupplung, hä? Ja, genau. Ja, schon cooles Teil. 1959 und diese Lampe von einer Aprilia. Die haben die Lampe von der Aprilia genommen für dieses Motorrad. Ja, meine ich auch, kleines. Schön die Speichenräder, hä? Das ist ein cooles Teil. Damals wurden schon noch tolle Motorräder gebaut, richtig stabil, wo man überall rankam, noch keine billigen Plastikverschalungen. Das hat das auch sehr schön gemacht noch. Dem Ledergriff, wo man sich halten konnte. Weißt du, so ein Teil zu haben, ist schon so etwas Spezielles. Und wenn man jetzt das zum Beispiel nehmen würde und einfach so ins Wohnzimmer stellen würde, so wie es ist, in ein Schaufenster zum Beispiel aufstellen würde, von einem Friseurgeschäft oder sonst einem Laden, es ist einfach schon etwas Kultiges. Motor Guzzi hat so viel Motorradgeschichte. Es ist so etwas Einzigartiges und sein
einen Eyecatcher, wo die Leute wirklich stehen bleiben und schauen. Natürlich kann man das jetzt auch mal ganz schön reinigen und bereit machen, wieder zum Vorführen und dann zeigen und dann fahren, was sicher sehr Spaß macht. Aber ich würde es nur so aufstellen. Ist das kaputt? Schon wieder? Ja, gut, okay. Das ist übrigens ein Pinia Verena.